Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und One Piece Pirate Warriors 3. Yeah! Wir spielen im Koop. Das ist nämlich tatsächlich der einzige One Piece Titel, wo man das so richtig, naja, ich wollte gerade sagen, gut machen kann. Aber man kann im Koop spielen. Aber Leute, das Matchmaking ist so dermaßen übel. Wie nach jedem Level wirst du rausgeschmissen. Du musst nochmal Leute einladen. Und durch tausend Menüs ist es. Aber es ist wie die Anime-Serie. Als zweites lernen wir jetzt Ruffy, den, ja. Oder Ruffy versus Buggy, den Clown kennen und, weiter. Genau. Genau. Und nochmal weiter. Und nochmal weiter. Und kann also die rein. Menüführung, und da muss man sich erstmal durchklicken. Genau, und dann bis man dann weiß, also fertig? Um nochmal eben kurz zu zeigen, Kampfvorbereitung, ich könnte jetzt Münzen verwenden. Mach für mal die automatisch, dann ist es schnell weg. Ja. Du hast nämlich richtig viel Münzen. Was gemacht? Ja. Und ging das? Keine Ahnung. So. Okay. Es gibt noch Schatzereignisse. Erobere mit Zorro schnell und möglichst unverletzt die gegnerischen Territorien oder hole mit Ruffy Buggy ein, ohne Verbündete in Schwierigkeit zu bringen. Na gut. What the fucking hell? Kampfbeginn. Kampfbeginn. Wird geladen und los geht's. Jetzt können wir auch Verbündete retten. So, Nami ist Nami. Nami ist ein Charakter, der einfach nur mitrennt. Den kannst du aber nicht selber auswählen. Hier sind schon Gegner. Oh, guten Tag. Ja, wir haben ja ein eigenes hier, ne, oder? Nee, noch gar nicht. Wo müssen wir denn hin? Jetzt geht's los, okay. Nimm die feindlichen Territorien ein. Das heißt immer, da gibt's so verschiedene. Da sind Areas. Dorfbewohner gegen. Gegen genau, die Hoden. Gegen die Hoden, genau. Immer gegen die Hoden. Sind wir auch? Ah, du bist auch hier, cool. Hier ist auch eine Kiste. Schnibbel. Hier ist ein Steak. Hier ist auch noch eine Kiste. Nehmen wir mal mit. So, es gab Gesundheit. Und da gibt es dann so einen Balken, der läuft langsam runter. Und so mehr Leute man killt, umso schneller läuft dann dieser Balken auch runter. Schnetzel, Schnetzel. Hier ist noch eine Berrykugel und die Zone ist unser. Na komm, los. Wow. Nochmal nicht unser, nee. Warum nicht? Da sind wahrscheinlich noch zwei, drei Gegner. Nee, hier ist ein Anführer, da kommt gerade reingedackelt hier. Wo ist er? Mission erfolgreich. Lauf, kann ich noch schnitzeln? Okay. Jetzt ist das hier blau geworden. Hier kommt ein Piratenkönig, der blöde Sack. Komm, was? Piratenkönig? Das war nicht gerade synchron bei mir, weil ich bin nicht gerade richtig durchgelaufen. Was, oh. Hier ist du. Ruffy sagt, alles klar, wir machen uns auf zur Grand Line und wir holen uns diese Karte zurück. Komm mit! Die, was? Die willst die Karte, oder? Die willst die Karte, oder? Die willst die Karte, oder? und den Schatz. Übersetzt. Du willst die Karte, oder? Und den Schatz. Ich werde bestimmt kein du musst Pirat. Mit einer hohen Stimme reden jetzt. Ich werde bestimmt kein Pirat. Lass uns zusammenarbeiten. Jeder führt sein eigenes Ziel. Geht klar. Sollen wir los? Du kommst auch mit? Oh, ich war zu schnell. Und deine Verletzung? Ich habe wichtigere Sorgen wie mein Ruf. Der ist in einer schlechteren Verfassung. Oh mein Gott. Auf geht's. So, ich mach den König immer eben. Guck mal, in meinem Spiel ist natürlich. Bei mir ist er gar nicht da. Ich kämpfe. Gegen andere. Oh, nicht schlecht. Ja, witzig, das ist also nicht 100% synchron. So, wenn das labern die noch die Tasche voll hier, das ist halt immer so. Ja, aber in einer Sprache, die wir sowieso nicht verstehen. Genau. Die Bedingungen sind. Oh, hier ist wieder ein Piratenkapitän. Wo bist du? In dem Level, wo du gerade warst, weggelaufen bist. Wieso ist da ein Piratenkapitän? Kann ja nicht sein. Ich hau sie platt, komm. So, was wir machen? Immer noch rumklappen hier, oder? So, jetzt ist irgendwas passiert, oder? Sperrfeuer, okay. Hier schießt einer irgendwie. Ja, hier jetzt die weiteren Zonen hier. Ja, schon wieder so ein Kapitän hier. Ja, hier sind wieder Zonen, die müssen wir einnehmen. Autsch! Danke. Wo ist er? Ist er runtergefallen oder was? Ich bin jetzt gerade in so ein Gebiet, den ich befreien muss. Ich bin auf dem Weg zu so einem Gebiet, weil ein Kapitän war schon auf dem Weg. Der nördliche Bereich ist noch voll, ne? Hast du gesehen? Da bin ich gerade auf dem Weg. Ein Helm. Ich
Wir schießen Raketen. Ja, das ist, glaube ich, bis zum Ende des Levels ist das so. Das da dürfen die gar nicht. Doch, die doch. Muss ich gleich mal eben abstellen hier. So. Aber dieses Gebiet ist halb kaputt, das ist ja doof. Das ist wohl erfolgreich. Ah, da war keiner, verdammt. Doch, ein paar waren es. So, hinten das noch mal clearen hier. Hä? Du bist Buffy. Ich habe dich gesucht, Raffi. Lange das nicht gesehen. Eine Frau. Ich habe dich gesucht, Raffi. Lange nicht gesehen. Hä? Also, hä? Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Wer bist du? Eine von Buggys Leuten? Ich bin nur mit ihm mit, um dich zu finden. Wenn du mich beeindrucken willst, nur mit ihm mit, um musst du ihn besiegen. Was soll das heißen? Ich kenne dich nicht mal. Du erinnerst dich wirklich nicht? Da muss ich deine Erinnerung wohl etwas auffrischen. Genau. What the fuck? So, wo ist die Tante jetzt? Erschienen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin da unten. Oh ja, schnibbel. Du bist Norden, ich bin in der Mitte. So, da unten ist einfach was passiert. Basiga Alividia, die ist unten im Süden. Kannst du immer hingehen, sie platt machen. Ich versuch's mal, ich renne da mal hin. Ich hau die mal eben alle um hier. So, das Gesocks hier. Kannst du mal. Viele. So, und da ist doch... Ja, genau, das ist die Tante mit dem Knüppel. Super, Fähigkeit und Schnibbel. Und draufhauen. Komm. Bam! Jetzt suche ich, was? Jetzt habe ich Zoro bei mir. Ich habe Schwerter viel reingesammelt hier. Warum schnippelt die denn rum? Ist hier schon tot, oder was? Ich nehme so einen Basenkommandanten mit. Ja, na ja. Der Blasenkommandant. Der Blasenkommandant. Der alte Blasenkommandant. Wo ist... Ist hier noch einer? Nami rückt auf Big Top vor. Ist das ein eigenes? Nee, ne? Ich suche noch, wo diese... Wo sind denn die Chefs, die ich da platt machen soll? Ach, da. Da sind die Blasenkommandanten. Da gibt es auch irgendwo ein Kreuz. Das ist gleich bei dir, oder? Nee. Doch, da wo du bist, ist so ein Kreuzer. Genau, ein Blasenkommandant. Ne? Sehr gut, ey. Einen von denen habe ich. Da ist der nächste Piraten. So. Kapitän, ne? So, ich muss immer mal gucken, wie ich da hinkomme. Denn die Navigation ist ein bisschen bescheiden hier. Navigation? Ja, du rennst irgendwie... Ist ja erfolgreich. Ja, ich hab die beiden Kapitäne weggemacht, ne? Die Kapitäne, aber hier ist so ein Blasenkommandant. Was ist das da? Da ist auch noch einer. Wo siehst du denn den? Da, auf meinem Bildschirm. Achso, der Blasenkommandant, okay, ja. Der stand hier so rum. Nordwärts? Ne, was ist das denn hier? Hilf Nami dabei vorzurücken und... Da steht noch einer, soll... Hallo? Klaue Buggys Schatz. Buggy ist doch mein Buddy hier. Warum soll ich dem Buddy den Schatz klauen? Das ist Unsinn. Da kommt schon wieder ein König. Ein König? Das hast du auch schon König. Ein Piratenmogel hier. So, ich habe Nami gefunden. Endlich. Die alte Bitch. Nami sieht gut aus. Nacht, das ist die Frau meiner nackten Träume oder so. Oder so ähnlich. Nami. Die der alte. Fällt im Nachhinein um. Wie geil ist denn der Typ? Wo ist er? Nami, komm. Komm zu Papa. Du bist im Norden, ne? Genau. Da so, ich habe jetzt überall hier unsere Blasenkommandanten. Mhm. Sehr gut. Jetzt muss ich nur überlegen, wie komme ich denn da... Du bist da drüben, müssen wir da weiterlaufen? Ja, die kommt gleich runtergehüpft. Ist schon da. Neben dir. Nami muss zum Schiff. Und das Schiff ist hier. Da ist wieder ein Blasenkommandant. Ein guter oder ein böser? Ach ja, guck an. Ich helf mit. Schnibbel. Schnitzel. Und noch einer. Und da hinten ist noch einer, jo. Das ist so eine geile Fähigkeit von den Typen. So, nun. Nami hat sich auf der Suche nach der Karte zeitweise zurückgezogen. Hilft Nami dabei? Okay, nun ist man erfolgreich, alles klar. Und nun? Ja. Piratenkapitän ist wieder aufgetaucht. Ja, dann laufen wir da mal hin.
Unterstütze die Mannschaft. Machen wir. Wo ist er? Oh, ein bisschen voll hier. Aua, der hat mir gedöngelt hier, der Sack. Wieso habe ich keine Fähigkeit? Ach, ich habe mich aufgeladen. Scheiße. Du warst vorher nicht am Akku, oder was? Ich war nicht am Akku, ja. Du hast auch keinen vollen Akku nebenbei, gell? War ja nicht. Ich habe ihn so platt gemacht. Okay. So, nun? Ich müsste mein Japanisch irgendwie verbessern, glaube ich. Ach, schon wieder. Statt der Karte konnte ich auch einige Schätze einstecken. Ich kann mich im Endeffekt also nicht beschweren. Ich möchte, dass du jetzt so noch so redest. Du bist Plucky. Nami, rück meinen Schatz wieder raus. Vergiss es, er gehört jetzt mir. Ach ja? Ja, und mein BH. Also, professionelles Piratendiebe habe ich dich... Als professioneller Piratendiebin habe ich dich einen Piraten bestohlen. Also ist alles meins. Spinnst du? Das ist immer noch Diebstahl. In was für einer Welt lebst du eigentlich? Fass dir mal an die eigene Nase, du Clown. Du bist doch kein Deut besser. Du Clown. Ich baue noch ein paar Sachen rein. Ich merke das schon. Ich lass mir doch nicht sagen. Du bist nichts weiter als ein Piraten, du Drecksack, du Popel. Das ist also dein letztes Wort? Denk lieber nochmal drüber nach. Ja, tu ich. So, wo bin ich? Warum und wie viele? Südwärts. Hoffentlich sind die Türen offen. Lang irgendwie nicht. Nicht hier runter. Oh Gott. Kann man hier im Wasser fallen? Wie komme ich hier hoch? Gar nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nee, außen irgendwie. Genau, du hast das gleiche Problem wie ich, ne? Du läufst aber schneller als sie. Au! Ach, hier, Granaten, Renaten. Ich hab schon wieder so ein... Alter! Was ist denn hier los? Wenn wir hier schnibbeln. Achtung, Schnips. Hast du das auch alles weggerumpelt? Warum stehen hier so dumm rum? Was machen die hier? Pause oder was? Aber hier braucht man gar nicht hin, ne? Nebenbei gesagt. Doch, da war so ein Piratenkönig. Der musste auf jeden Fall weg. In dieses Gebiet mussten wir hin. Oh, ja, hier sind Kanonen. Hier sind Kanonen. Schon wieder. Aber wie kann man die Kanonen kaputt machen? Bestimmt. Hä? Anführer erschienen. Bin auch schon hier, ne? Kann das sein? Nein, ich bin nicht hier. Man hat mich hier noch nie gesehen. Glaube ich dir nicht. Zentrale Geschütze. Erlange Kontrolle über den zentralen Geschützplatz und... Ich hab den Piraten-Cocktail wieder weg hier. Den Cocktail? Ja, das ist schon alles eins. Unser hier ist alles kaputt. Guck mal, die Kanonen rutzeln. Was war das gerade? Mein was Special Bonus Gum. Musst du mich so hier auseinander... Klamieren? Ich musste dich auseinandernehmen, ja. So, jetzt, naja, ich gehe nach Norden. Ist keiner mehr da, wo für dich wieder Norden ist. Aber mal links um die Ecke und da ist wieder ein... Hier die Tür zu. Jetzt nicht mehr. Huch. Hier geht's auch nicht weiter. Wo rennt denn der Typ lang? Hallo. Und Schnipsel. Ich hätte ein bisschen die andere Richtung machen können. Ist das voll hier? Ist das voll hier? Leute, was macht ihr denn hier? Kann ich da irgendwie abkürzen? Das ist schon alles meins, das ist ja geil. Ach, geht. Ich hab mich wieder verlaufen. Du kannst nicht abkürzen, das ist irgendwie... Die Tür, muss auch die Türen immer achten. Die Türsymbole sind auf der Karte ganz klein eingezeichnet. Da konnte ich abkürzen, endlich mal. Und boom, komm, hau drauf! Bam! Jawoll! Ach, da habe ich die komische Alvira hier, wie heißt sie? Alvida. Nicht Alvira, aber so ähnlich. Wie heißt sie? Na, wie heißt sie? Ich hab sie gleich! Ey, die haut mich! War ich so... Bist du eigentlich da? Nee. Jetzt müsste ich sie haben, oder? Wie sieht sie dazu? Schade auch. Uff. Raffi hat Alvira besiegt, okay? Sag ich doch. Pumpel. Dafür kriege ich ein Stück... Ein Stück Dreck. Was sollst du sagen? Ein Schinken? Und ein Bombolunder. Ein Bombolunder. Eisgekühlter. Oh, ich bin jetzt beim Endboss. Da gehe ich da nicht rein. Ich warte auf dich. Ich mache mal diese rote Area hier. Klar, da musst du gerade auch rein. Okay, das ist gut. Ich hau da mal drauf. Ich spare mir auf. Wofür? Für den Endboss. Ach. Du kannst zweimal deine Fähigkeit einsetzen.
Witzel. Ja, unsers. So, auf geht's zum Boss. Kommst du? Du kannst doch nicht hier Gegner stehen lassen. Ja, ich guck mal, was da abgeht hier. Das ist keiner von meinen Leuten. Da ist wieder so ein Piraten-Cocktail, ne? Und auch. Draufhauen. Ich auch. Schnips. Ich hab daneben geschossen. Scheiße. Oh. Der Clown. ich bin der Clown. Achso. Hast du ja auch in der Mangel den Piraten? Nee, ne? Was ist? Du bist auch bei Buggy? Ja, zumindest. Ey, ich sehe dich aber nicht. Der liegt da direkt vor mir. Achso. Liegt okay. Da am Boden. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber hier ist er direkt. Du elendiger Gummikerl. Du machst nur, was du willst. Und dieser Strohhut erinnert mich jedes Mal an einen gewissen rothaarigen Mistkerl. Rothaarig? Was heißt du? Du kennst Shanks? Shanks heißt er. Shanks. Entschuldigung. Oh, ich hab nun deine Aufmerksamkeit. Wir waren einst auf dem gleichen Schiff angeheuert. Also sozusagen alte Piratenkollegen. Ich habe die Klos geschrubbt und er... Was? Shanks ist ein guter Mann. Mehr ein Mann. Und jemand wie du... Du bist ein guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Du Drecksack. Fuck. Das finde ich... Das kann ich... Das finde ich schwer zu glauben. Niemand redet so. Doch. Das finde ich schwer zu glauben. Ach, wie aufgeregend. Der lebt ja immer noch. Ja, tot ist er noch nicht. Aber ich habe ihn gerade mal eben... Bang! Kopfstoß! Wieso hau ich eigentlich einen anderen als du? Ist ja geil. Der macht bei mir andere Faxen als bei mir. Bei dir. Tot. Bang! Buggy darf es immer richten, ne? Buffy meine ich. Der kann sich ja wieder zusammensetzen aus verschiedenen Teilen, aber dadurch, dass Nami die Sachen zusammengebunden hat, ist er nur so ganz kleiner. Du bist wirklich ein Dieb. Und? Zeit für einen Abgang, Buggy. Gum, gum. No. Bazooka. Bam. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das in der Serie die gleichen Fight-Stile waren am Ende, wie auch ja, in der Zwischensequenz. Gekämpft wird er schon so. Ja, und wie ihr seht, das ist cool, jedes Mal, wenn ihr Koop spielen wollt, pam, nach dem Level hört das auf. Ja, das ist nun mal so, Hauptsache man kann überhaupt bei so einem One-Piece-Spiel mal zusammenspielen. Das ist schon die ganz hohe Herausforderung hier. Ja, schon cool. Und ansonsten ist das einfach nur drauf rumholzen. Button smashen. Genau, und macht Spaß. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.